zeigen möchten. Ich hoffe Sie ist vom 7. November 1970, also 21 Jahre alt. Eine der spektakulären. Da ist also diese ganz berühmte Sache drin mit der durchsichtigen Bluse. Ja. Man möge sich da selbst ein Bild machen, wie heiß sowas heute wäre. Wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Dietmar Schönherr. Nun also, wie gesagt, wünscht dir was vom November 1970 mit Dietmar Schönherr, Vivi Bach und als Stargast. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da sind wir wieder. Vivi. Dietmar. Und wünscht dir was. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu Hause an Ihren Bildschirmen und ganz besonders Sie, liebes Publikum, hier in der Wiener Stadthalle. Natürlich spielen wir wie immer mit drei Familien aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Schweizer Familie sitzt schon in ihrer Schnecke, die Familie Lutz. Guten Abend, liebe Guten Abend. Familie Lutz. Ich glaube, ein Applaus sollte für die Familie Lutz doch. Guten Abend. So haben wir das ja immer gehalten. Und das sind ja mutige Leute, die sich hier in diese Sendung trauen. Nicht wahr? Wo kommen Sie her? Aus Zürich. Aus Zürich. Und was sind Sie vom Beruf? Ich bin Fotolithograf. Fotolithograf. Jawohl. Das mit dem Mut habe ich nicht von ungefähr gesagt. Ich habe Sie ja vor der Sendung schon mit einer etwas heiklen Frage konfrontiert. Ich will es mal unseren Zuschauern kurz erklären. Ich habe der Familie Lutz ein Foto gezeigt und ich habe Sie gefragt, ob Ihre Tochter in einem unserer Spiele, welches ein kritischer Beitrag zur Sexwelle sein soll, ob also Ihre Tochter in einem bestimmten Aufzug hier auftreten würde. Ich zeige Ihnen mal das Foto kurz. Hier ist es. So. Haben Sie es schon gesehen, ja? Und wie, Herr Lutz, ist Ihre Entscheidung ausgefallen? Ja, also. Also ich habe hier eine Erklärung von Ihnen, wo Sie mit Nein unterschrieben haben. Ja, ja, das also grundsätzlich mal am Anfang, nicht? Das mal grundsätzlich am Anfang. Ja, das bitte, wollen Sie Ihre Entscheidung vielleicht hier nochmal sagen und auch begründen? Also unsere Tochter ist ja noch nicht 20 und ich habe noch etwas zu sagen bei mir in der Familie. Also die Entscheidung ist Nein? Die ist Nein. Ja. Eben. Dann will ich mal die Dolores fragen, wie sie zu dieser Entscheidung steht. Also ich war erst mal schockiert von diesem Bild. Ja. Ich lief innerlich rot an. Ich würde mich also nicht bemerkt. Ich würde mich nicht getrauen, sowas zu machen hier. Sind das grundsätzliche Überlegungen oder hat das zu tun mit dem großen Rahmen des Publikums, das uns zuschaut? Oder findest du es überhaupt indiskutabel? Indiskutabel finde ich es nicht, aber wegen dem großen Rahmen, dem Zuschauer. Nämlich nachher, nach der Sendung, da hat es viele Leute, die das nicht gerade passend finden. So. Auf die hat das einen schlechten Einfluss? Ja. Oder eine schlechte Wirkung? Es wird später dann Leute haben, die mit dem Finger vielleicht auf einen zeigen. So. Also im Endeffekt ist es eigentlich das Ausrichten nach Konventionen, man macht so etwas nicht, man schockiert andere Leute. Ja. Aber deine ganz persönliche Entscheidung, also wenn es nur mit den Leuten... Also ich müsste über einen breiten Schatten springen. Du müsstest über einen breiten Schatten springen. So, Sie haben also, meine Damen und Herren, diese völlig freie Meinungsäußerung gehört, um die es uns in diesem Spiel geht. Es geht uns nicht darum, dass die Tochter sich also leicht bekleidet zeigt. Wir wollten hören, wie sie sich hier vor diesem großen Publikum äußern. Dieses Gespräch, das ich vorhin mit Ihnen in der Garderobe geführt habe, das haben wir mit einer versteckten Kamera aufgezeichnet. Was sagst du? Das habe ich schon gewusst. Das hast du schon gewusst? Ja. Ja, ja. Aha. Haben Sie sich aber dann dementsprechend verhalten oder haben Sie es nur geahnt? Nein, nein, er hat das nachher gesagt. Ah, das nachher. Also wir haben das aufgezeichnet. Wir haben auch den Ton hier. Wir werden das jetzt hier vorspielen, damit Sie sich auch mal selber überzeugen können, wie Sie sich dort im kleinsten Rahmen und eigentlich unbeeinflusst von irgendjemandem geäußert haben. Und wir wollen sehen, ob sich eben diese beiden Äußerungen, diese beiden Aussagen miteinander decken.
Ja, nein. Du bist nur bei dem Gedanken schon rot. Du, was macht denn die für ein Zeichen? Nein, bei mir im Schöpfchen. Nein. Also. Was willst du sagen? Wer willst du aus Dolly so auftreten? Das ist eine Sache. Hä? Der Rudi, der Wahnsinn. Schon gut, sieht gut aus, das Mädchen. Wenn man so gut aussieht, dann macht das nichts. Aber ja, also, ist natürlich auch älter oder so. Meine, was hast du das Gefühl? Ja, das ist wie. Was willst du jetzt sagen? Das musst jetzt du wissen. Ozean Mutter. Ja, mein Vater und gesetzliche Vertreter meiner Tochter. Meine, du musst doch wissen, ob du das richtig getraust, Dolly. Stell dir mal das vor. Darf ich Sie nicht einfach nach oben bitten? Jetzt wieder raus? Ja. Also ich will das jetzt mal bewerten, so gut man das kann oder so gut ich das kann. Sie haben praktisch dasselbe gesagt. Sie sind also auch dort zu einem Nein gekommen, denn Sie haben ja mit Nein hier unterschrieben. Sie haben dasselbe hier erklärt und Sie haben eigentlich fast wörtlich das Gleiche gesagt, nämlich, dass Sie also innerlich rot werden oder da wäre ich ja rot, allein beim Gedanken. Sie haben gesagt, das Meitli ist ja ganz fesch, aber ja. Wenn man so gut ausschaut, kann man schon machen und ja, so. Ja. Aber es ist nee. Also wir vergeben hier einen Punkt, denn die Meinungsäußerung hat sich also in keinster Weise verändert, ob es nun allein war im Kreis der Familie oder vor unserem Millionenpublikum. Vielleicht wollen Sie sind ja gar nicht zu Wort gekommen zu diesem Thema, auch etwas sagen. Was ist Ihre Meinung? Ja, ich finde, eine Zuschaustellung von einem Mädchen, also von meiner Tochter, das würde ich könnte das gar nicht ertragen. Ja, und was sagst du dazu? Das ist meine Schwester ihre Sache. Das ist deine Schwester ihre Sache. Aber meine Würde, ja, sehr demokratisch. Gut. Du hast deine Schwester gern, nehme ich an. Würdest dich stören? Halbwegs schon. Halbwegs schon. Vivi hat noch eine Frage an Sie. Ja. Ich gehe zur Familie. Was ist Ihr Wunsch? Ja, es könnten eigentlich die Kinder sagen. Sie haben sich aufgerafft und haben gesagt, sie täten arbeiten für uns, dass wir endlich einmal unsere Hochzeitsreise machen könnten. Oh, das ist sehr schön. Und die geht ziemlich weit. Wohin? Nach Südamerika, Rio de Janeiro. Ja. Was denn, sind Sie berufstätig? Ja, ich arbeite. Ich habe einen Coiffeursalon. In Zürich, Wollishofen, ja. Haben Sie auch manchmal Herren dort? Ah, ja, es kommen auch ab und zu Söhne von Kundinnen zu mir, um die Haare pflegen zu lassen, ja. Die bediene ich dann an Randzeiten. Ja, nicht. Was machen Sie, Dauerwellen oder was? Ja, auch, aber mehr modellieren, mehr auf das Moderne. Ja. Sie möchten ja nicht mehr die Haare so kurz geschnitten haben. Eben, ja. Danke. Meine Damen und Herren, hier haben wir die Familie Stöhr aus Deutschland, die wir auch herzlich begrüßen wollen. Sie waren ja bis jetzt in Ihrem Kabäuschen eingesperrt. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Wo kommen Sie her? Aus Rodenbach. Wo ist Landkreis das? Hanau. Kreis Hanau. Und was sind Sie für Beruf, wenn ich fragen darf? Ich bin Vertreter einer Verpackungsdruckerei, im Außendienst tätig. Wir haben Sie vorhin, oder ich habe Sie mit einer etwas heiklen Frage konfrontiert. Ich habe Ihnen ein Foto gezeigt und ich habe Sie gefragt, ob Ihre Tochter im Rahmen eines Spiels hier bei dieser Sendung eventuell in diesem Aufzug auftreten könnte. Sie haben diese Erklärung mit Nein unterschrieben. Würden Sie bitte sagen, aus welchem Grund? Oder würden Sie sagen, ob sich diese Meinung inzwischen verändert hat? Bitte. Wir haben uns gemeinschaftlich darüber abgestimmt. Ich möchte das ausdrücklich betonen und es ist nicht nur meine Meinung. Und wir sind zu der Auffassung gekommen, dass das oben ohne, wie wir es bezeichnen können, weder aus sexy Gründen noch aus anderen Gründen in diesem Fall zulassen würde, dass meine Tochter in diesem Aufzug auftreten wird. Und zwar widerspricht unserem Geschmack und dem ästhetischen Empfinden. Auf der anderen Seite ist uns klar geworden, dass wenn es sexy sein sollte, es eigentlich keinen Reiz ausüben würde, unserer Meinung nach, auf die männliche Welt. Aha. Weil wir der Auffassung sind, dass jeder dezent bekleidete Ausschnitt
mehr bringt. Ich darf es noch mal zeigen. Hier ist die Kamera. Sie können also sich selber ein Urteil machen, ob es dezent ist. Jetzt möchte ich Ihre Tochter fragen. Darf ich, ja? Leonie. Wir haben also das Verdikt, das Urteil Ihres Vaters gehört, das klare Nein und wie es dazu gekommen ist. Wie ist Ihre persönliche Auffassung zu dieser Frage? Ja, wir haben uns da ganz kurz unterhalten dürfte drüber. Ich habe zuerst gemeint, das wäre ja wohl sexy. Sieht auch sexy aus, gell? Und dann, unter anderem ist es auch eine Modeerscheinung, wie zum Beispiel das Maxi. Ich meine, die oben ohne Mode war auch schon da, es haben nur nicht so viele mitgemacht. Aber andererseits, ich habe mich mit dem Papi dann drüber unterhalten, gell? Mode könnte man auch mit anderen Sachen irgendwie ausdrücken, ja, als gerade mit oben ohne. Ja. Gut, jetzt wollen wir mal sehen. Es ging uns in dieser Spielrunde nicht darum, Ihre Tochter auszuziehen. Es ginge uns darum... Einen Druck mussten wir aber bald haben. Es ging uns darum, Ihnen eine etwas heikle Frage zu stellen und Ihre freie Meinungsäußerung dazu zu hören. Und wir werden jetzt feststellen, wir haben nämlich Ihr Gespräch vorhin aufgezeichnet. Oh. Wir haben Sie belauscht, sozusagen, mit einer versteckten Kamera und Mikrofonen. Mhm. Und wir werden jetzt sehen, ob Sie sich im engsten Familienkreis genauso entschieden haben, wie jetzt hier vor unserem Millionenpublikum. Das werden wir uns jetzt anschauen. Ich denke, dass die Matz schon läuft. Passen Sie genau auf, dann werden Sie nämlich sehen, ob Sie wirklich dieselbe Meinung dort auch vertreten haben. Da haben wir ja. Ich bin des Gefährdeten erkläre hiermit als Vater und gesetzlicher Vertreter meiner minderjährigen Tochter ausdrückliche Einwilligung der heutigen Sendung, die uns von solchen Fotoabwendungen verwirren. Das auf dem Oberkörper, Moment, in dem auf uns vorgezeigt wurde abgebildete Kostüm, das den Oberkörper nicht bedeckt. Was, heute in der Sendung? Meine Ausrede ist, dass in der heutigen Sendung wünsche ich dir was. Meine Tochter gibt uns auf einem vorgezeichneten Foto abgebildeten Kostüm. Das ist vollkommen oben ohne. Vollkommen oben ohne. Aber ja, schlecht sieht es doch nicht aus, ne? Vollkommen ohne. Sieht aber aus wie ein Reißverschluss. Dass der Oberkörper nicht bedeckt, auftreten und über Fernsehen gezeigt werden darf. Also das lehne ich ab. Ja, also nur lass mal den Ronny reden. Die nimmt es ja an. Du kannst, das geht doch zu sein. Kannst du nicht von vornherein sagen, dass es ablehnt? Ich meine, was hat er gesagt, die anderen Familien? Die hätten auch nicht so ganz dagegen gestimmt. Ich meine, das sieht zumindest sexy aus. Das musst du ja zugeben, ne? Ja, aber das mit dem sexy, das ist doch überhaupt nicht zu vertreten. In keinster Weise. Denke mal, der kleinste Ausschnitt bis hier runter, der wirkt auf einen Mann wesentlich anziehender als ein nackter Oberkörper. Also das kann ich wirklich nicht. Ja, du musst ja wissen. Das muss der Papi wissen, gell? Das ist ja schließlich ein Mann, ne? Also das ist auf jeden Fall das. Ich meine, das kommt nicht in Frage. Guck doch mal zum Beispiel, wir haben doch auch an dem Strand da diese Bademoden, geht da auch oben ohne. Bademoden nicht. War mal gewesen, oben ohne. Also, dann zum Beispiel die Blino. Das ist eine Modeerscheinung. Ich meine, die Max-Mode hat auch mitgemacht. Na ja, nur sicher, Lonnie. Aber weißt du, also Mode, ich finde... Ich sehe Ihre Kataloge. Wieder zurück. Schon? Wir haben uns doch gar nicht abgesprochen. Wir wissen doch nicht, was wir machen. Also wir haben gehört, dass Sie zu einem klaren Nein gekommen sind, nicht wahr? Der Meinung sind Sie ja auch. Ja. Es ist auch hier in diesem Fall eine klare Übereinstimmung. Wir vergeben auch einen Punkt, denn Sie haben dort genau dasselbe gesagt. Sie finden eigentlich nichts dabei und am Strand kann man so gehen und so weiter, aber es in diesem Rahmen, der eben jetzt hier ist, ist das nicht geeignet. Zu Hause schon, aber in der Öffentlichkeit nicht. Zu Hause schon? Ja. Sind Sie da auch dafür? Doch, auch die Rahmen, kommt das schon mal vor, ja. Was sagst du dazu? Oh, ich weiß nicht, ich kann mir das eigentlich nicht so ganz gut vorstellen, dass meine Schwester hier oben ohne auf der Bühne stehen soll. Und was, aber meine Zuhause wäre das nicht so schlimm? Oh nee, finde ich nicht. Ja, gut. Vivi hat noch eine Frage. Ja, ich will dazu sagen, das ist also Übereinstimmung, ein Punkt. Und dann möchte ich fragen, was ist Ihr Wunsch? Wir wünschen uns eine komplette, also den Ausbau eines alten Kellers zu einer Fernseh. Stube zu einem Fernseheinrichtung, zu einer Fernseheinrichtung mit einem Farbfernsehen. Dankeschön, Dankeschön.
So, hier haben wir die Familie Bindlechner aus Österreich, die wir herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz. Nein, Sie sollen, ja, er soll hier sitzen neben mir. Ja, damit wir nämlich überall die gleiche Reihenfolge haben. Herzlich willkommen. Aus welcher Stadt oder aus welchem Ort in Österreich kommen Sie? Aus La an der Thaya. La an der Thaya. Was sind Sie von Beruf, wenn ich frage? Druckist. Druckist. Frau Gemahlin ist auch berufstätig? Naja, ich bin im Haushalt und versuche so gut als möglich meine Familie zu versorgen. Nicht? Weil heute sagt man ja als Hausfrau, ist ja der Sammelbegriff, nicht? Von Putzfrau und Wäscherin und Köchin und alles kleine einen und Erzieherin. Gut. Wir haben Ihnen vorhin eine sehr heikle Frage gestellt, liebe Bindlechners, draußen da in dieser Garderobe. Sie haben das auch als heikle Frage empfunden, das habe ich festgestellt. Ich habe Ihnen eine Erklärung gegeben, die haben Sie mit einem klaren Nein und Ausrufungszeichen versehen und dann unterschrieben. Also, es ging darum, ob Ihre Tochter, die Sissi, ob sie in diesem Kostüm hier, zeig's jetzt nochmal, zur Freude der Zuschauer. Moment, ich muss mal jetzt hier rüber gehen. Kleinen Moment, würden Sie mir mal Ihren Fotoapparat geben? Nur mal einen Moment. Vielen Dank. Schön, ich war mal eben aus dem Bild gegangen. Es war nämlich ein Reporter, den ich vorhin gebeten habe, dieses Foto nicht zu machen. Und jetzt habe ich ihm das mal abgenommen. So, kann das nämlich nicht veröffentlichen. So, vielen Dank. Nicht, weil ich mich nicht mit dem Foto zeigen will, aber es könnte ja sein, dass dieses Mädchen vielleicht was dagegen hat. So. Und auch der Vater. Und auch der Vater. Also, ja, vielen Dank. So, schön. Prima. Ah, ich habe das Mikrofon runtergeschmissen. So, Sie brauchen gar nicht so zu erschrocken zu sein, es ist ja weiter nichts passiert. Liebe Familie Bindlechner, also, Sie haben sich für Nein entschieden. Ich möchte Sie herzlich bitten, jetzt die Motivierung zu sagen, warum Sie zu diesem Nein gekommen sind. Meine Familie weiß, dass ich allen sexuellen Problemen und auch der modern gewordenen Sexwelle eigentlich positiv gegenüberstelle. Und wir sprechen zu Hause sehr frei darüber. Aber nur finde ich, eines Show-Effektes wegen, das Schamgefühl einer 16-jährigen Tochter aufs Spiel zu setzen, das geht, verzeihen Sie, wenn ich so hart das ausdrücke, etwas zu weit. Ja, Sie sind gar nicht hart, Sie sind ganz richtig und ganz klar. Und schauen Sie, Sie müssen verstehen. Ich möchte Ihnen nur kurz sagen, es geht uns nicht darum in diesem Spiel, dass Ihre Tochter sich auszieht. Es ging uns nur um die freie Meinungsäußerung. Und wir haben also jetzt von Ihnen ein klares Nein und eine klare Motivierung bekommen. Und ich möchte gerne auch noch Ihre Tochter dazu hören, was sie dazu diesem Problem zu sagen hat. Ja, ich möchte mich mit Papa schon anschließen. Ich meine, es ist doch ein bisschen verlangt, einfach nur wegen eines Show-Effekts, dass ich mich da entblöße. Ja, das macht man eben nicht. Na, ich bin dagegen. Ja, so, das ist meine Einstellung. Das ist also jetzt gesagt vor Millionen Zeugen. Wir wissen Ihre Einstellung, die völlig klar und eindeutig ist. Wir haben das Gespräch, das Sie vorhin geführt haben, aufgezeichnet. Das heißt, wir haben Sie durch einen Spiegel belauscht mit einer versteckten Kamera. Nein, Sie brauchen da gar nicht so zu erschrecken. Sie haben sich dort ganz fabelhaft bewährt. Und ich möchte dazu vielleicht etwas sagen. Diese Candid Kamera, diese versteckte Kamera, die könnte man ja so als Spielerei vielleicht ansehen. Aber ich glaube, diese Gespräche, diese drei Gespräche im internen Kreis, im engsten Kreis der Familien, die sagen, glaube ich, eine ganze Menge darüber aus, was heute Familien in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich zu dieser Sexwelle zu sagen haben. Jetzt wollen wir uns also einmal anschauen, wie das dort vor sich gegangen ist. Dürfen wir die Mats sehen, bitte? Und dann werden wir sehen, wie es mit der Übereinstimmung steht. Aber ich kann Sie jetzt schon beruhigen. Ich glaube, es sieht da sehr gut aus. Mein Lieber, mein Lieber. Ja, viel. Papa. Also alles, was ich erwartet, ehrlich gesagt, das wird was. Also bitte, Kinder, Maria, ich stehe jetzt vor einer so schweren Entscheidung, wie ich eigentlich noch nie in meinem Leben gestanden bin. Ich muss euch ehrlich gestehen, dass ich demgegenüber mehr negativ als positiv stehe. Wir sind zwar schon eine aufgeschlossene Familie, aber
Ich kann das eigentlich mit unserer Erziehungsmoral, mit unseren Ansichten, kann ich da nicht konform gehen und kann uns das nicht zumuten, auch wenn die anderen ihre Zustimmung gegeben haben. Aber bitte, wir pflegen zu Hause auch immer in einem demokratischen Sinn darüber zu verhandeln. Also, wenn... Du lachst jetzt nicht so blöd, ja? Das ist eine ernste Situation und mir ist nicht zum Scherzen dazu. Ich wusste zwar, dass die Sexwelle heute sehr in Mode gekommen ist, aber ich habe nicht vorausgeahnt, dass die Sexwelle auch schon diese Sendung, diese bisher so schöne Sendung Mundstücks, in Besitz ergreifen wird. Und das muss wohlweislich überlegt werden. Du bist die Hauptbeteiligte, Sissi. Also stimmen wir ab. Bitte sag du einmal deine Stellungnahmen, dann vielleicht du, Michael, und natürlich du auch. Ne? Und wir werden da wirklich in einem demokratischen Sinne jetzt das beschließen, ja? Entscheiden. Naja, ich sehe das von zwei Gesichtspunkten. Also, so arg finde ich das natürlich nicht irgendwie. Ne? Aber sagen wir mal, wenn ich dann bedenke, was das für Folgen haben könnte für ein späteres Leben, dann wäre ich eigentlich, naja, eigentlich nicht dafür. Ne? Und dann stellt sich vor, na, ich für meinen späteren Beruf möchte ich Gießenlehrerin lernen und dann. Wie ist das? Ja, sie ist es ja. Darf ich Sie in Ihre Garderobe bitten? Die Garderobe, ja. Und? Wie haben Sie sich gefallen? Mir wäre vielleicht dazu noch etwas mehr eingefallen, aber ich war wirklich am Anfang fast sprachlos. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich beglückwünsche Sie, da das also eines der schwersten Probleme Ihres Lebens war. Ich schließe daraus, dass Sie ein sehr schönes, problemloses Leben mit Ihrer Familie haben müssen. Aber es ist, steht also außer jeder Frage, dass hier Übereinstimmung ist, dass wir hier einen Punkt vergeben. Denn Sie haben im Prinzip fast wörtlich das hier wiedergegeben, was ich Ihnen, was Sie dort also gesagt haben. Ich muss dazu sagen, Sie haben sich auch nicht davon beeinflussen lassen, dass ich in einem Trick behauptet habe, die anderen Familien hätten sich schon dafür entschieden. Keine der Familien hat sich im Endeffekt von diesen Dingen beeinflussen lassen, auch nicht davon, dass man eben hier eine ganze Menge Geld gewinnen kann. Und wir sind eigentlich ziemlich froh, dass wir nach dieser Runde jeder Familie einen Punkt vergeben konnten. Alle haben sich nämlich ganz fabelhaft da benommen. Ich möchte nur vielleicht noch auf einen Punkt eingehen. Sie haben etwas gesagt vom späteren Leben und dass es doch also da gewisse Auswirkungen haben könnte. Hat das etwas mit Ihrem Beruf zu tun? Ja, eigentlich nicht, aber ich meine mit Ihrem zukünftigen Beruf. Ich kann mir vorstellen, dass das überhaupt, ist egal welchen Beruf man einmal ergreifen wird, für spätere Leben irgendwie doch ein Handicap ist. Also dass man sagt, nur die vor der Bühne nur wegen einem Show-Effekt sitzen sie hier aus. Also wir hatten hier, bei den Proben hatten wir da eine Mama sitzen, die hat gesagt, also wir leben doch wirklich hier in so einem kalten Klima, da muss man sich doch nicht dauernd ausziehen. Also das ist auch eine Argumentation. Und, aber ich habe das ganz gezielt gefragt, was hast denn du für Berufsabsichten? Drogistenlehrerin. Aha. Ich weiß also, dass auch die Tochter der Schweizer Familie Lehrerin werden will. Und da möchte ich vielleicht ganz kurz darauf eingehen, dass wir in der letzten Sendung ja diese Diskussion hatten mit den Unterrichtsministern. Und der österreichische Unterrichtsminister Leopold Graz hat mir gestern erzählt, dass sich auf diese Sendung hin 80 Personen für den Lehrberuf gemeldet haben und dass 40 davon bereits aktiv durch Umschulungsprüfungen, durch Eignungsprüfungen in den Lehrberuf eingeschaltet worden sind. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Erfolg. Wir sollten diesen 80 vielleicht einen kleinen Applaus schicken. Nachdem wir uns nun genug berühmt haben, Vivi, kommst du an die Reihe? Ich möchte wissen, was ist Ihr Wunsch? Meinen Sie ein naheliegender Wunsch? Nein, was Sie sich hier in der Sendung gewünscht haben. Hier in der Sendung gewünscht, für den Fall, dass wir eben einen größeren Treffer machen, dann eine rustikale Esszimmergarnitur.
schön. Eine richtige alte, so bäuerliche, oder? Also mehr in dem Stil, spanischen Stil. Ah ja, ja. Sehr gut. Ich gebe also jetzt die Punktewertung nochmal bekannt. Nach der ersten Runde 1-1-1, Gleichstand für alle Familien. Die Töchter spielen auch in der zweiten Runde. Ich bitte ganz genau aufzupassen, wir gehen jetzt mit Schwung in die zweite Runde. Sie sollen sich von ihrer Familie den Partner aussuchen, mit dem sie sich ihrer Meinung nach am besten verstehen und verständigen können. Ja? Wie sieht's aus, Dolores? Wen nehmen Sie? Ich würde sagen, den Vater. Den Vater. Dann gehen Sie doch bitte, nehmen Sie Ihren Vater und gehen Sie in die schalldichten Kabinen. Darf ich Sie bitten? Wie sieht es aus, Leonie? Mein Bruder. Ihren Bruder? Würden Sie auch in die schalldichten Kabinen gehen? Sissi? Ich nehme den Papa. Den Papa. Bitte kommen Sie mit. Nicht in die schalldichten Kabinen, kommen Sie mit mir. Bitte. Bitte, Herr Bindlechner. Ich nehme Sie. Gehe mal in der Mitte, so dass ich mit Ihnen reden kann. Ihre Tochter wird jetzt im nächsten Spiel Ihnen etwas zu erklären haben, das ziemlich schwierig zu erklären ist. Es geht aber, wie ich gesagt habe, um die Verständigung. Ja? Mhm. Würden Sie so nett sein, jetzt mal da drüben um diese blaue Wolke herumgehen? Und gehen Sie mit mir, Herr Bindlechner. Okay. Sie finden hier alle möglichen etwas seltsam aussehenden Gegenstände. Das sind Einzelteile eines ganzen Objekts, einer Figur, die vor ihrer Tochter steht. Aber sie sind eben durch diese Wand hier getrennt. Und ihre Tochter wird nun versuchen, ihnen Anweisungen zu geben, dass sie diese Gegenstände in der richtigen Reihenfolge aneinander fügen, sodass nämlich genau dieselbe Figur entsteht, die sie dort drüben hat. Das Einzige, der Sockel ist gleich bei ihrer Tochter und bei Ihnen. Dürfte ich um das Mikrofon bitten, wenn Sie das bitte umhängen würden, dann haben Sie die Hände frei zum Arbeiten. So, ich gehe jetzt mal zu Ihrer Tochter, zu Sissi. Sie sehen also dieses seltsame Gebilde da vor sich, was also sicherlich gar nicht so leicht zu erklären ist. Ihr Vater hat nur die Einzelteile. Sissi, hören Sie mir zu. Ja. Sehr wichtig. Er hat nur die Einzelteile lose vor sich liegen. Und er soll sie nun in derselben Reihenfolge und in Anordnung aneinander fügen, dass auch diese Figur entsteht. Das Einzige, was gleich ist, ist dieser graue Sockel unten. Ja? Und Sie können also miteinander sprechen. Sie können sagen, ich bin noch nicht so weit oder wie schaut das genau aus. Sie sollen sich ja miteinander verständigen. Alles klar? Ja. Auf die Plätze, fertig. Also Papa, unten gleich am Sockel links, da ist so eine Form, schaut aus wie eine halbierte Kartoffel, ja? Und in der Mitte ist dann ein Loch, wo dann eine Plastikröhre hineinkommt, damit man das nächste Stück oben anstecken kann. Bist du soweit? Ja, hab ich. Und unten an dem Sockel ist auch eine Plastikröhre, das geht da durch diese halbe Kartoffel. Mhm. Das musst du da drauf stecken. Hast du's? Ja, soll ich das weit hineinstecken, oder? Nein, es ist ziemlich, also ganz andrücken an dem Sockel, ja? So. So. Das Rohr, das geht so schief weg. Schief nach links vom Sockel, ja? Schief wieder, in die Höhe. Wie der schiefe Turm vom Pisa, ne? Ja. So. So. Hast du das Rohr durch? Ja, ich hoffe, es ist nur schief genug. Und als nächstes kommt dann so ein Ding, das ist mit ziemlich vielen Wölbungen. Also ähnlich wie ein Hocker, nicht? Sie haben noch eine Dreiviertelminute. Ähnlich wie ein Hocker, meinst du sicher, ne? Naja, ungefähr, mit ja. Vielen Wölbungen. Zum Draufsetzen, man könnte sich draufsetzen, ja? Ja, ja, ja. Und wo kommt der hin? Oben drauf auf das Rohr. Oben drauf auf das Rohr. Bist du soweit, Papa? Bin soweit, ja. Also auf der anderen Seite ist dann so eine schiefe Ebene, die wird da eingesteckt. Also es ist so ellipsenförmig, möchte ich fast sagen. So wie ja, der Tupfen auf dem I. Ja? Ja? Und da durchgesteckt, da kommt so was Längliches. So wie ein, naja, durch verunstaltete Banane, ja? Leider aus. Sissi, kommen Sie mal her. Und schauen Sie mal, was Ihr Papa nach Ihren Anweisungen geschaffen hat.
Ja, das ist schwer, aber es ist eben sehr schwierig, diese Dinge zu beschreiben. Und man sieht daran, wie sehr wir doch in einem optischen Zeitalter leben und wie schwer es uns manchmal ist, etwas auszudrücken. Kommen Sie mal rüber, Herr Bindlechner, und schauen Sie mal, wie es eigentlich hätte ausschauen sollen. Ja? Also, bitte gehen Sie auf Ihren Platz. Wer Sie noch von Ihrem Mikrofon befreien, oder das kann auch jemand anderer tun, geben Sie mir es mit. Vielen herzlichen Dank. Wenn Sie zurückgehen zu Ihrer Familie, wir mal versuchen, die Wertung hier, ich glaube, es ist eben gar nichts richtig. Nein, dieser Gegenstand hätte müssen schräg nach außen stehen, die Röhre, die hätte müssen bis zum Boden durchgesteckt werden. Das einzige, ja, dieser Gegenstand sitzt richtig oben auf der Plastikröhre drauf. Also ich würde sagen, ein Gegenstand ist richtig gemacht worden. So, dann bitte ich jetzt, wolltest du mir was sagen? Nein. Ah, Sie sind schon da. Fein, danke dir. Nicht darüber. Nein, nein, hierher. So. Sie sollen also jetzt Ihrem Bruder, dem Robert, sollen Sie jetzt was erklären. Das ist ziemlich schwierig, also geben Sie sich große Mühe. Gehen Sie jetzt da herum. Diese blaue Sache. Und du kommst mit mir. Du siehst jetzt vor dir verschiedene lose Gegenstände. Bitte das Mikrofon gleich herzugeben. Kriegst ein Mikrofon, damit du dich mit deiner Schwester verständigen kannst. Und zwar ein Umhängemikrofon, damit du die Hände frei hast. Also schau dir diese Sachen einmal ganz genau an. Leonie, Sie sehen vor sich dieses etwas abstrakte Gebilde. Moment, wir kommen gleich so weit. Sie sollen jetzt versuchen, dieses Gebilde, Ihr Bruder hat nämlich nur die Einzelteile vor sich, ja? Und zwar 6 Einzelteile sind es im Ganzen. Sie sollen ihm jetzt Anweisungen geben per Mikrofon, dass er diese Gegenstände, diese Teile in der richtigen Anordnung aneinander fügt, ja? Er hat dieselbe, also diesen Sockel hat er unten auch da. Und auch rechts und links dasselbe wie ich. Ja. Rechts und links ist dasselbe, aber er hat nur den Sockel vor sich, alles andere sind Einzelteile. Ah, ja. Alles klar? Mhm. Sie sollen sich mit ihm verständigen, denn es geht ja um die Verständigung. In Ordnung. Alles klar? Sie haben 2 Minuten für Ihre Aufgabe. Zeit, auf die Plätze, fertig. Robert, auf dem rechten Sockel siehst du, ist bestimmt so ein Schlitz, ja? Und da ist so eine große Scheibe, eine gelbe. Ja. Und die tust du mit der Schmalseite in den Schlitz rein. Ja. Gut. Hier darf ich nicht weggehen, gell? Hier darf ich nicht weggehen. Sie können da rumgehen, wie Sie wollen. Gut. Aber nicht hier um die Ecke, das nicht. Nicht? Ja, ist gut, okay. Dann ist da so ein längliches Ding wie eine Banane mit einem Loch. Ja. Das steckst du mit der schmalen Seite in das Loch von der Schablone. Ja? Dass das Loch oben ist. Hast du es? Ja. Gut. Okay, dann ist da eine Röhre. Oh nee, die Röhre können wir nicht zuerst nehmen. Da ist so ein halbes abgeköpftes Ei, ja? Da sind 2 Löcher drin. Und dann ist eine lange Röhre, ja? Okay? Ein halbes abgeköpftes Ei. Hast du's? Und da sind 2 Löcher drin. Ist gut. Und? Schaff's. Hast du's? Gut. Ja. Und da tust noch du jetzt, eine Minute. Da tust du jetzt schnell die Röhre in, zuerst in das abgeköpfte Ei oben rein, wo es eigelb ist, ja? Auf gut Deutsch. Ja? Ja. Und steckst die Röhre in das Loch, was da auf der linken Seite von dem Podest ist. Ja. Gut. Hast es? Sofort. Hier ist sozusagen das Ei des Kolumbus, aber Ach, Robert. Und dann? Also noch. Kurze Türken. Das ist gar nicht so einfach hier. Also jetzt sieht das folgendermaßen aus, ja? Hör noch mal schnell zu. Auf der rechten Seite ist die Schablone und da ist diese Banane drin. Auf der linken Seite ist ein Loch, ja? Und da ist die Glasröhre mit dem abgeköpften Ei. Ja, das sagst du so. Hast du das etwa nicht? Komm, kommen Sie. Leonie, jetzt schauen Sie mal, was er geschafft hat. Ja, ein Chaos, ne? Aber durch einen Zufall ist jetzt diese Scheibe in die richtige Stellung gerückt. Ja, er hat sie nämlich ganz gerade reingesteckt, nicht? So hat er es gemacht und darum hat er so unheimlich zu kämpfen gehabt mit dieser Banane da, ne? Ja, also leider gar keinen Gegenstand geschafft, denn auch diese Röhre, die hat er nicht richtig durchgesteckt. Guck mal, ich zeig dir mal. Guck mal, man muss diese Röhre hier durch, bis auf den Boden durchstecken. Dann ist es richtig. Ja.
Tut mir furchtbar leid. Gibst du das Mikrofon ab? Jawohl. Vielen Dank. Das kann jemand helfen. Darf man sehen, wie es richtig aussieht? Ja, das darf er sehen. Komm, doch mal, geh doch mal da rum und zeigst es ihm mal, ja? Ich darf schon inzwischen bitten, die... Herr Schönherr, ich würde bitten, einen Gegenstand als richtig zu werten, wenn auch durch Zufall diese Scheibe erst nachträglich in die richtige Situation gekommen ist. Aber tatsächlich mit dem Gong war es in der richtigen Stelle. Ja, das ist der Herr Notar Dr. Wagner, nehme ich an, ja? Der jetzt mit mir gesprochen hat? Ja, ganz richtig, Herr Schönherr. Herr Notar, ich danke Ihnen. Also wir werten diesen Gegenstand. Das heißt also, auch die Familie Stöhr hat einen Gegenstand richtig zusammengebracht. Und jetzt bitte ich die Dolores zu mir zu schicken. Dolores? Ja. Hallo? Dolores? Ja. Anscheinend hört sie mich nicht. Da renne ich mal selber dahin. Macht ja nichts. Und die hat sich ausgesucht, den Herrn Papa. Der sitzt hier, meiner Meinung nach. Kommen Sie raus. Herr Lutz? Schöne Musik. Schöne Musik, ja. Wir machen aber zu, damit sie uns hier nicht stört. Kommen Sie bitte mit mir. Ihre Tochter wird Ihnen jetzt Anweisungen geben. Sie sollen ein ganz bestimmtes Gebilde zusammensetzen. Das ist gar nicht so einfach. Kommen Sie, Lawrence. Gehen Sie da rechts um diese Ecke herum von dieser Wolke. Sie kommen mit mir. Sie finden dann dort diesen Gegenstand. Sie finden hier, Herr Lutz, verschiedene Einzelteile. Ja? Ja? Und einen Sockel. Und diese Einzelteile sollen Sie in einer ganz bestimmten Reihenfolge und Anordnung zusammensetzen. Ja. Ja? Dazu wird Ihnen die Tochter, Ihre Tochter, die Dolores, die Anweisungen geben. Ja. Und Sie können rückfragen, wir werden Ihnen ein Mikrofon geben. Sie können also sagen, wie sieht das genau aus und so weiter. Ja. Und ich bitte Sie eines, Sie können bei diesem Spiel selbstverständlich in Schweizerdeutsch sich verständigen, weil das für Sie wahrscheinlich einfacher ist. Ja? Ja? Gut. Dolores? Ja? Hallo? Sie sehen also diesen etwas merkwürdigen, dieses Gebilde, diese Figur vor sich. Ihr Vater hat nur die Einzelteile, lose vor sich liegen. Das heißt, er hat nur diesen grauen Sockel. Alles andere liegt lose am Boden. Und Sie sollen ihm jetzt ganz genaue Anweisungen geben, in welcher Reihenfolge und wie er diese Einzelteile aneinander fügen soll. Also zum Beispiel sowas, ich sage nicht, wie das heißt, aber das sind eben Einzelteile. Ne? Und Sie haben für diese Aufgabe 2 Minuten Zeit. Sie können ihn fragen, ob er es verstanden hat. Sie sollen sich also während dieses Spiels miteinander verständigen. Darum geht es. Jawohl. Wie gut können wir uns heutzutage überhaupt noch miteinander verständigen? Klar? Auf die Plätze, fertig. Hörst du mich? Hallo, wie? Papi. Siehst du da so eine lange Platte? Eine lange ovale Platte. Ja, die mit dem Spitz. Ja, hat einen Spitz und... Und ein Loch drin. Und ein Loch drin, ja. Jawohl. Die nimmst du und steckst den Spitz da in die rechte Seite von dem Würfel. Oben hat es einen Schlitz. Hast du es gemacht? Ja. Dann hat es so ein sieht aus wie ein Finger. Finger mit dem Loch drin. So wie eine Gurke. So wie eine Gurke. Die nimmst du und steckst die von oben nach unten, also die dünne Spitze von oben nach unten durchs Loch. Den Spitz voraus? Ja. Durchs Loch da? Wie sieht das aus? Wie ein Babynuckel? Ja. Also dann hat's da ein Glasrohr. Was hat's noch? Ein Glasrohr. Das Blasrohr? Ah, das ist einer, ja. Oh, merci nochmal. Hast du's? Ja. Steck's in das runde Loch oben, links. Im Zylinder, also im Würfel links, oder? Im Würfel, da hat's oben einen Schlitz und ein Loch, ja? Steck's ins Loch. Dann hat's so wie eine Boxfaust. Was hat's, wie einen? Wie eine Boxfaust. Wie eine? So eine Boxfaust. So wie also, ist gut, ja. Steckst oben... Du musst ein bisschen lauter reden, ich höre dich nicht. Oben drauf stecken, ja. Dann hast du noch ein Teil vorig, oder? Wie? Ein Teil hast du noch vorig. Zwei. Also hat es noch so eine Schnur mit so Platten dran. Eine Schnur? Eine geile Schnur. Ja, das liegt am Boden. Also dann nimmst du das auf und stehst in der Ecke, wo der... So, bravo. Also, er hat schon eine ganze Menge geschafft.
Die Box fuscht, hat er auch hinaufgebracht. Also, dieses Rohr hat er richtig platziert. Und diese Box fuscht hat er auch richtig platziert. Es hat hier nur unten das eine Teil gefehlt. Eins, zwei, drei, vier Teile richtig aneinander gefügt. Die anderen haben alle nur eins geschafft. Also, daran sehen Sie, wie schwer es war. Bitte, wenn Sie das Mikrofon hier lassen. Ja, das hätte hier noch reingehört, hier vorne. Sie haben das sehr gut gemacht. Vielen herzlichen Dank. Gehen Sie bitte zurück zu Ihrer Familie. Wir geben Ihnen, meine Damen und Herren, die Wertung nach dieser zweiten Spielrunde bekannt. Die Familie Lutz aus der Schweiz hat also vier Gegenstände richtig aneinandergereiht. Bei den beiden anderen Familien jeweils einen Gegenstand nur. Bitte, Vivi, die Wertung. Damit steht es 2 Punkte für Familie Bindlechner und 2 Punkte für Familie Stör aus Deutschland und 3 Punkte für die Familie Lutz aus der Schweiz. Und jetzt gehen wir in eine sehr entscheidende dritte Runde, weil nach diesem Spiel muss leider der Punkteschwächste ausscheiden. Bitte, Dietmar. Wir haben Ihre Väter bzw. Ihre Ernährer, die haben wir jetzt mal von Ihnen verbannt. Die sind in den schalldichten Kabäuschen. Denn das nächste Spiel werden Sie zu bestreiten haben. Sie werden hier eine Leistung zu erbringen haben. Sie werden sich hier bemühen, besonders gut zu sein, wie wir das ja im täglichen Leben immer tun. Wir wollen immer was Gutes leisten. In dieser Runde bewerten wir aber nicht die Leistung, sondern wie gut Sie, liebe Restfamilien, wie gut Sie die Leistung Ihrer Väter bzw. Ihrer Gatten einschätzen können. Die Aufgabe sieht so aus. Er wird hier 40 Gegenstände zu sehen bekommen, 45 Sekunden lang. Er wird sich also 40 Sachen anschauen aus dem täglichen Leben, wie Hammer, Schere, Löffel und so weiter, also ganz einfache Dinge. Und er soll sich diese Gegenstände einprägen. Dann hat er Gelegenheit, während 2 Minuten in dieses Mikrofon hier die Gegenstände zu nennen, die er sich merken konnte. Also gar nichts besonders Schweres, aber bei diesen 2 Minuten werden wir ihn ganz empfindlich stören. Es wird nämlich da ein Telefonat kommen und es werden alle möglichen akustischen und optischen Störeffekte eintreten. Bitte kalkulieren Sie das ein, wenn Sie die Leistung Ihres Vaters einschätzen. Also ich wiederhole noch einmal, was Sie sagen sollen. Wie viel von diesen 40 Gegenständen wird er sich in dieser Stresssituation, wo Millionen von Zuschauern ihm zuschauen, wo er noch dazu in so einem fiktiven Büro hier praktisch agieren muss, wo er durch diese Lärmbehinderung also beeinträchtigt ist. Wie viele Gegenstände von den 40 wird er sich merken können? Bitte, wenn Sie zu einem Ergebnis gekommen sind, schreiben Sie es auf diesen Zettel, der da vor Ihnen liegt. Und ich darf bitten, den Herrn Lutz zu uns zu schicken, der als erster dieses dritte Spiel spielen soll. Und bitte sagen Sie ihm nichts, rufen Sie ihm nichts zu. Es kann ihm ja an und für sich auch nicht sehr viel helfen. Herr Lutz, bitte kommen Sie zu uns. Sie sind schon wieder dran. Das letzte Spiel haben Sie ja sehr gut gemacht. Wollen wir sehen, wie es diesmal geht. Sie haben eine schriftliche Erklärung bekommen? Ja. Ja. Haben Sie alles verstanden? Jawohl. Jawohl. Sie sehen also jetzt die 40 Gegenstände beim Gong. Wie bitte? Ja, bitte, wenn Sie hier stehen. So, auf die Plätze, fertig. So, die 45 Sekunden sind um. Bitte nehmen Sie Platz und wiederholen Sie so viele Gegenstände, wie Sie sich merken konnten, beim nächsten Gong in dieses Mikrofon. Wenn der Telefonanruf erfolgt, bitte nehmen Sie ihn entgegen. Vergessen Sie aber nicht Ihre Aufgabe. Also da habe ich mal ein Ei gesehen. Ja? Oh, 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 oh
Du, wieso bist du da? Hey, wieso bist du da? Oh, merci. Oh. Sorry, Albert. Hey, wie geht's? Ja, ja. Seht's gut. Also, Ei. Du bist ein Ei. Ei. Wie ist die Reise gewesen? Zigarre. Locke. Schöne Reise. Kompass. Tasse. Tasse. Bürste. Was wie drei ist? Schön denn. Schön denn. Ja. Pfeife. Pfeife. Ja. Rose. Rose. Schlüssel. Schlüssel. Kerze. 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 Ja. Ja. Ja, wieso? Komm mal her. Ich kann doch nicht. Ich kann doch jetzt nicht. Nein, lass mich jetzt doch mal sein. Ja, aber ich muss doch etwas machen. Ja, warte jetzt nur einmal. Langsam, langsam, langsam. Ja, was schade. Flasche, 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 Sonnenbrille, Sonnenbrille. Ja, Batterie habe ich schon gesagt, oder? Das habe ich eigentlich gesagt. Und das Bleistift, Bleistift, Bleistift. Ja, Moment mal, ne? Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist wieder etwas vom Fernsehen. So. Sie haben das an der Farbe. Ja. Sie können gleich mit ihm sprechen. Ja. Wieso? Ja, jetzt reden wir mal kurz. Also Sie haben, es war ziemlich schwierig, ne? Ja, 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 ja. Wir werden jetzt gleich erfahren, der Herr Notar wird uns sagen, wie viele Gegenstände Sie sich tatsächlich merken konnten. Wer war dieser Herr, der da angerufen hat? Ja, das ist der Bruder von meiner Frau. Ja, stellen Sie sich mal, wie ist der jetzt wohl hier ins Fernsehen gekommen? Ja, das ist wieder so ein Fernsehtrick. Ja, also Sie werden jetzt, ja, Sie werden gleich Gelegenheit haben, wir können Sie noch mal kurz mit ihm sprechen. Herr Notar, was haben wir für ein Ergebnis? Der Lutz hat 13 richtig genannt. 13. Danke vielmals, Herr Notar. Unglückstag. Ja, aber ganze Menge, nicht? Was glauben Sie, Ihre Familie hat Sie eingeschätzt? Wir haben nämlich die Familie gefragt, was glauben Sie, wie viel wird er sich merken können? Was glauben Sie, haben die so geschätzt? Wie viele Sachen sind es? 13 sind es wirklich. Nein, im Ganzen da. 40. Wie, oh. Ja, ich möchte sagen, vielleicht etwa 15, so. Ja, die haben gesagt 16. Ja. Die haben Sie also um 3 Gegenstände überschätzt. Ja? Ja. Bitte, jetzt können Sie vielleicht mit dem Bruder Ihrer Frau kurz noch telefonieren. Wollen Sie ihm nicht sagen? Sie können sich ja irgendwie verabreden dann vielleicht mit ihm. Ja. Jetzt. Robert? Ja. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ah, gut. Ist noch, ich finde, der Ton ist gut, du so weit. Ja. Ah, ja. Fragen Sie doch mal, wo er ist. Wo bist du jetzt? Im Sonnenstübli? Nein, nicht ganz, in der Kabine. Welcher Kabine? Ich bin in der Kabine. Ja, aber in welcher? Ja, ich bin in der Straße in der Fink. Ja, hör mal, wie es ist. Hast du Mais zu Hause, oder? Ja, nein. Das musst du in die Kabine telefonieren. Ja, nein. Oder? Du bist ein Glauben. Hätte ich etwas nicht sagen, oder? Nein, nein. Er hat gesagt, hast du Mäuse daheim, dass du in der Kabine telefonieren musst? Nein, Mais. Mais, das ist Krach. Ein Krach, also ja, ich habe gedacht, Mäuse. Da sieht man, wie schwer Schweizerdeutsch zu verstehen ist. Ja, aber hör mal, wie kommt... Sie können dann in Ruhe mit ihm sprechen. Er ist ja hier in der Stadthalle, Sie können dann begrüßen. Wie? Ja, er ist hier. Ja, das gibt's ja gar nicht. Doch, doch, er ist da, ja. Sie können ihn dann... Das ist zu viel. Sie können ihn dann in die... So, jetzt gehen Sie doch bitte zu Ihrer Familie zurück. Danke. Vielen Dank, Herr Lutz. Sie haben es Sie haben es fabelhaft gemacht. Danke Ihnen schön. Also, wir sehen uns gleich. Sie haben die schriftliche Erklärung bekommen. Ja. Sie haben alles verstanden. Ja. Ihre Familie hat Sie eingeschätzt, Ihre Leistungsfähigkeit. Wir werden jetzt sehen, was herauskommt. Sie sind bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig. Natürlich die Gegend.
Sie können sich jetzt die in 45 Sekunden lang in Ruhe anschauen und dann sollen Sie sie nennen, später erst. Jetzt nur einprägen. So, bitte nehmen Sie Platz. Sie, liebe Zuschauer zu Hause, Sie können dieses Spiel ruhig mal mitzuspielen versuchen. Dann werden Sie sehen, wie schwer es ist, sich diese Gegenstände alle zu merken. So, wenn Sie sich hier herumdrehen, da haben Sie ein Mikrofon. Da sollen Sie dann beim nächsten Gong diese Gegenstände nennen, die Sie sich merken konnten. Ja, bitte. Und das Einzige, was ich noch sage, sollte das Telefon klingeln, bitte gehen Sie dran. Aber lassen Sie sich nicht von Ihrer Aufgabe ablenken. Bitte um den Gong. Ja. Ja, also das war eine Glühbirne, eine Pinzette, eine Pfeife, eine Taschenlampe, ein Kamm, ein Feuerzeug, eine Brezel, ein... Ja, Gudi. Das ist aber eine Überraschung. Wo steckst du denn? Ja, jetzt habe ich deinen Ton hier. Ja, ja. Also herrlich ist es hier. Einfach großartig. Ja. Naja, also ein bisschen Aufregung ist immer dabei, aber mit den Punkten, das weißt du ja selber. Die kenne ich selber noch nicht genau. Ja. Ja, natürlich. Wir waren Sie an Ihre Aufgabe. Wir waren im Burgtheater. Ja, bitte. Wir haben eine ganze Menge gesehen. Ja, ja. Die Aufgabe. Ja. Ja, ich muss jetzt aufhören. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Hier ist alles in Ordnung. Das Telefon hat es. Ja. Ja, danke schön. Ja. Ja, in Ordnung. Also, mach's gut. Noch eine halbe Minute haben Sie nur noch. Gegenstände. Ja, also, Glühbirne. Glühbirne. Feuerzeug. Taschenkamm. Brezel. Taschenlampe. Pinzette. Die Zeit ist leider um, Herr Stör. So, bitte sprengen Sie doch jetzt mal ruhig mit Ihrer Mama. Ja, ich wurde etwas irritiert. Können Sie in aller Ruhe mit der reden. Ja, ja. Es ist hier sehr nett und ich hatte das nicht gleich seine Mutter, ganz verstanden und hätte natürlich eher mit der Aufzählung anfangen können. Aber das ist nur nicht gegangen. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass ich dich so nett bei dir sehen kann. Wie lange haben Sie Ihre Mutter nicht mehr gesehen? Ja, ich bin unmittelbar, bevor ich hierher gefahren war, habe ich die Mutter noch gesehen. Ah, ja. Ja? Ja? Wo bist du denn eigentlich? Bist du die Bühne runtergerutscht? Nein, ich bin nicht die Bühne runtergerutscht. Ich sitze hier mittendrin. Sag mal, wie ist denn auf der Bühne? Wie kommst du denn davor? Ja, eigentlich ganz normal, vor allem dank ganz der... Normal? Ja, ganz normal. Ja, da habe ich aber was Gutes der Welt gebracht. Ach, die ganze Befangenheit, die wird einem ja genommen. Und wenn Herr Schönherr neben einem sitzt, dann ist man überhaupt nur ruhig. Ja, das ist der Grund. Hallo, hallo. Ja? Sie können... der Schönherr ist hier. Sie können Ihren Sohn gleich in die Arme schließen. Wir müssen nur jetzt mit der Sendung weiterfahren, weil wir überziehen ja sowieso immer, ja? Ja, danke Ihnen schön. Wir melden uns dann wieder bei Ihnen. Ja. So, wie viel konnte sich Herr Stör Gegenstände merken? Herr Stör hat 7 Gegenstände richtig gemacht. 7 Gegenstände, ja. Er hat sich doch sehr von seiner Mama, hat er sich dort ablenken lassen. Ihre Familie hat Sie auf 18 Gegenstände eingeschätzt. Wir haben Sie vorher gefragt, was glauben Sie, wird er sich merken können? Wir haben Ihnen gesagt, Ihre Frau und den Kindern, dass also hier sehr viele Störfaktoren sein werden. Und Sie haben sie auf 18 eingeschätzt, also immerhin um 11 Gegenstände überschätzt. Wenn Sie wieder Platz nehmen wollen, Herr Stör. Vielen Dank. Herr Bindlechner, kommen Sie zu mir. Bitte fallen Sie nicht. Sie haben die schriftliche Erklärung gelesen. Sie werden jetzt gleich hier diese Gegenstände sehen. Sind Sie bereit? Auf die Plätze, fertig. Bisschen viel auf einmal. Ja, dann merken Sie sich einen Teil.
direkt meinem Geschäft entnommen sein. So, die 45 Sekunden sind um. Bitte nehmen Sie hier Platz. Hier ist das Mikrofon, wo Sie die Gegenstände hinein sagen sollen, die Sie sich merken konnten. Lassen Sie sich durch nichts irritieren. Nur wenn ein Telefonanruf kommt, sollen Sie bitte an das Telefon drangehen, sondern also abheben. Lassen Sie sich aber trotzdem nicht von Ihrer Aufgabe ablenken, so viele Gegenstände wie möglich zu benennen. Klar? Ja. Beim Gong geht's los. Sie können schon Gegenstände nennen. Also ich habe gesehen. Das ist ja mein. Das ist ja mein. Ja, hier bin Lechner. Ja, wo bist du denn? Oh, du entschuldige, wenn ich dir nicht so die Aufmerksamkeit schenke. Ich muss nur Gegenstände dabei aufzählen. Ne? Ja? Ja, du, also ich soll dir ausrichten von der Andreas von der Christe. Du musst unbedingt mitbringen einige Autogramms von Herrn Jürgen. Ein Brezel. Ja, mitbringen. Ja, du solltest mir Grüße bestellen. Ja, da muss ich dir weiters ausrichten, sind die Grüße von allen Anverwandten. Du sollst so nett sein. Denken Sie an die Aufgabe. Bitte Apfel. Sie. Du sollst so nett sein und soll Schlüssel. Begrüßen heute, um Gottes Willen. Ja, Messer, Taschenlampe, Banane. Ja, ich bin noch ein Apparat. Ja, ich bin noch ein Apparat. Entschuldige, dass ich so unhöflich bin. Ja, du wirst noch etliches von mir hören, aber ich hoffe Positives. Also bitte, du endlich einmal sprechen und du einmal alle Leute schön begrüßen. Ja, du unterbrichst mich. Ja, nur noch eine halbe Minute. Herr Bindlechner, vergessen Sie die Aufgabe nicht. Ja, einen Schlüssel auch noch, habe ich gesehen. Ja, und eine Schale und eine Rose, eine Plastikrose. Aber ich muss dir ehrlich sagen, du bist mir wichtiger wie das ganze Kram da. Ja, habe ich halt einen Punkt weniger. Ihm haben wir es eh nicht gemerkt, du kennst mich. Danke für alles. Hören Sie, jetzt können Sie ja ruhig mit ihm reden. Jetzt ist ja also das sein Bruder. Dass wir uns auf diese Weise sehen, das hätte ich nicht vermutet, weißt? Ja, ich hoffe. Ich weiß nicht, ob wir uns sehen, also ich höre dich zumindest. Also ich hoffe, du liegst gut im Rennen mit den Punkten. Ja, das kann ich noch nicht abschätzen. Ne? Darf ich jetzt mal hoffentlich mal hast du auch einen Beitrag geleistet. Darf ich mal was sagen? Ja, bitte. Herr Bindlechner, schön, Herr ist hier. Ja? Wir sind mitten in einer Live-Sendung. Sie waren uns ein sehr willkommener Gast. Dankeschön. Sie können dann Ihren Bruder gleich in die Arme schließen. Aber jetzt müssen wir das Gespräch kurz einmal abbrechen. Ja? Danke Ihnen schön. Wiederschauen. Wie lange haben Sie ihn nicht gesehen? Meinen Bruder, das ist circa ein Monat her. Aha, haben Sie sich gefreut, dass er da war? Sehr gefreut, ja. Wie viele Gegenstände hat der Herr Bindlechner sich trotzdem gemerkt? Trotzdem sehr sieben wenige. Gegenstände, wie Herr Stern. Sieben Gegenstände, hat er gesagt, das ist mir eh wurscht. Das ist mir wichtiger, mein Bruder. Jawohl. Danke, Herr Notar. Herr Bindlechner, es war gar nicht so einfach, nicht, sich da zu konzentrieren. Da müsste mein zweiter Napoleon sein, dann vielleicht. Also wenn wir jetzt Ehrlichkeit in dieser Runde bewerten würden und vielleicht auch menschliches Verhalten, dann würden wir Ihnen sicher den Punkt geben. Darf ich Sie bitten, jetzt zu Ihrer Familie zurückzugehen? Ich werde jetzt die Punktewertung vornehmen. Ihre Familie übrigens, Herr Bindlechner, hat geschätzt, dass Sie sich 20 Gegenstände werden merken können. Die hat Sie also ganz hoch überschätzt. Und wir kommen jetzt zur Wertung, die Sie vielleicht etwas überraschen wird, meine Damen und Herren. Denn in unserer sogenannten Leistungsgesellschaft, da wird ja immer das bewertet, was also wer am meisten schafft und wer es am besten gemacht hat. Hier wollen wir aber werten, wie die Familien ihre Oberhäupter eingeschätzt haben.
Denn das ist ein sehr wichtiger Punkt, wie es uns scheint. Richtiges Einschätzen und nicht Überschätzen. Denn Überschätzen, das heißt ja überfordern. Und das heißt dann im weitesten Sinne eigentlich umbringen oder zu einem frühen Herzinfarkt treiben. Wir alle sollten vielleicht unsere Familienmitglieder oder gerade die Väter nicht so sehr überfordern in dieser etwas hektischen Zeit. Ich vergebe also jetzt die Punkte. Am besten hat das gemacht die Familie Lutz. Die haben nämlich ihren Vater nur um 3 Punkte überschätzt. Die kriegen also jetzt 2 Punkte dazu. Am zweitbesten hat das gemacht die Familie Stöhr. Die haben ihren Vater sehr überschätzt, aber doch nur um 11 Punkte. Die kriegen jetzt 1 Punkt dazu. Und die Familie Bindlechner, die hat den Vater um 13 Punkte gleich überschätzt und die bekommen gar keinen Punkt. Und damit steht es jetzt 5 Punkte für die Familie Lutz, 3 Punkte für die Familie Stöhr und 2 Punkte für die Familie Bindlechner. Bitte, Vivi, walte deines Amtes. Ja, leider. Ich muss Sie verabschieden. Sie kriegen den 3. Preis in der Höhe von 1.500 Mark. Und bitte, ich danke Sie vielmals, dass Sie mitgemacht haben. Und bitte bleiben Sie sitzen, weil es geschieht noch allerhand. Kommt gleich ein schöner Herr. Also, leider.
Ja. Sie wissen ja, was das zu bedeuten hat, meine Damen und Herren. Dreck. Dreck. Nicht nur in der Luft, Dreck im Wasser, Dreck sogar in unseren Lebensmitteln, Dreck überall. Und bevor ich auf das Thema jetzt noch näher eingehe, möchte ich was sagen. Ich habe es den Zuschauern hier im Saal schon vorher angekündigt. Es soll hier jemand sein, der laut Bericht der Polizei heute hier ein paar Bomben werfen will, Rauchbomben allerdings. Die Tatsache, dass Sie, meine Damen und Herren, nicht weggegangen sind, beweist, dass Sie tatsächlich sehr mutig sind. Aber ich habe gesagt, Sie sollten doch dann die Bomben im richtigen Augenblick werfen. Jetzt wäre es also passend, ja? Wenn Sie bitte so nett wären. Naja, also auch nicht. Gut, Dreck. Also, seit Wochen... Seit Wochen reden alle von der Umweltverschmutzung. Vor allen Dingen auch die, die sehr gut etwas dagegen tun könnten. Aber sie reden eben nur. Und darum könnte es sehr gut sein, dass im Jahr vielleicht so 1980 dann unsere Welt so aussehen wird, wie es hier aussieht. Vorläufig ist das noch eine Utopie. Nett, nicht? Aber unsere Spielfamilien, die sind schon mittendrin. Keine Blumen mehr, kein Gras, keine Bäume. Aber da der Mensch ja, und jetzt sind wir schon mitten in der Aufgabe, da der Mensch ja immer in rührender Weise bemüht ist, auch aus dem größten Dreck noch was Schönes zu machen, so werden die Menschen sich auch dann bemühen, aus dem Verbliebenen etwas zu gestalten. Ich darf Sie also, liebe Familie Lutz, die Schweizer Familie Lutz, ich muss das dazu sagen, weil Sie sich infolge der Gasmasken, dieser netten Ausrüstung, nicht erkennen können, und drüben die deutsche Familie Stör. Bitte kommen Sie jetzt in Ihren Garten heraus, aus Ihrem kleinen Gemeindebau, den wir da aufgestellt haben, in Ihren kleinen Garten und versuchen Sie ihn zu gestalten. Machen Sie etwas Schönes daraus, etwas, das Ihnen gefällt. Ja? Sie haben für diese Aufgabe, ich erkläre es vielleicht nochmal genau, 3 Minuten Zeit. Sie sollen also hier diesen Garten nach Ihrem Geschmack gestalten. Sie sollen aber nicht die Gegenstände rauswerfen, denn die Nachbargärten, die sehen ja genauso aus, sind auch voll Müll. Ja? So, alles verstanden? Ja. Auch drüben bei der Familie Stöhr. Alles klar? Ja? Keine Fragen mehr. Sie sollen den Garten nach Ihrem Geschmack gestalten. Und ich bitte jetzt noch die Zuschauer in Wien ganz genau aufzupassen, denn Sie werden es sein, die mit Ihrem Lichttest, mit Ihrer Stimme, ich komme gleich rüber, die mit dem Lichttest jetzt bewerten sollen, welche Familie diese Aufgabe Ihrer Meinung nach besser gelöst hat. Es scheint hier irgendeine Frage aufgetaucht zu sein. Nein, das können Sie nicht einfach rausschmeißen, weil Sie sich ja vorstellen müssen, dass die Nachbargärten ganz genauso voll sind. Und das würde ja nur bedeuten, dass einer immer alles Zeug in den Garten des anderen wirft. Also Sie müssen schon versuchen, aus den vorhandenen Mitteln etwas zu machen. Gut, alles klar, auf die Plätze, fertig. Thank you.
Danke, die Aufgabe ist erfüllt. Die 3 Minuten sind um. Sie können Ihre Gasmasken abnehmen. Sie können auch diese scheußlichen Gummihandschuhe ausziehen. Vielen herzlichen Dank. Bitte, liebe Wiener, prägen Sie sich diese Kunstwerke ganz genau ein. Denn die sollen ja nachher bewertet werden. Sollen also die gärtnerischen Leistungen unserer Familien. Leonie, würden Sie mal einen Moment zu mir herkommen? Vielleicht könnten Sie mir kurz erklären, das ist also Trash-Art, Müllkunst, ein ganz neuer Kunstzweig, mit dem Sie sich, meine Damen und Herren, jetzt schon vielleicht befassen sollten, damit Sie später dann da vielleicht größere Chancen haben. Was haben Sie sich denn da so vorgestellt bei diesen Werken? Ja, Leben im Freien. Aha, ja, also Sie haben, Sie die Natur nachgebaut sozusagen? Ist das vielleicht ein Baum oder wie ist das? Das ist ein Denkmal. Denkmal. In Deutschland Denkmäler. Aha. Ja. Sehr gut. Das Denkmal des unbekannten Müllers. Ja, das ist ja wurscht, was das ist. Man stellt sich immer was drunter vor. Und was hier vielleicht, hat das auch einen Namen? Tja, das ist ein Name nicht, gell? Nein. Das könnte sein. Was könnte es sein? Eine Hecke, sagen wir mal. Das ist so, das ist unser Stilleben im Liegestuhl und so. Aha, ja? Sehr gut. Der Stuhl nämlich ist nämlich dabei. Also vielen herzlichen Dank. Gehen wir mal rüber zur Familie Lutz. Markus, kommst du mal? Ihr habt euch sehr konzentriert auf diese Ecke da hinten. Ja. Ja, was ist da entstanden? Es ist ein Notsignal, dass sie noch leben. Aha, ein Notsignal. Ja. So, ausgezeichnet. Ja. Gut. Dankeschön. Bitte Vivi um den Lichttest. Ja. Guten Abend, Herr Witthalm. Ja, guten Abend, Papa. Guten Abend, bitte bleiben Sie am Apparat. Ich muss noch was erklären, ja? Bitte. Also, verehrte Zuschauer in Wien, wir wollen zuerst bewerten, wie Ihnen das Verhalten der Familie Stöhr aus Deutschland gefallen hat. Beim Gong sollen Sie die Lichtquellen, die Sie innerhalb von 20 Sekunden erreichen können, einschalten. Also, beim Gong geht's los. Achtung, fertig. Ja, wie viel ist der Stromverbrauch gestiegen? Der Stromverbrauch ist um 30 Megawatt gestiegen. 30 Megawatt? Dankeschön. Bitte verbleiben Sie noch am Apparat. Also jetzt bitte alle Lichter, die eingeschaltet wurden, wieder abzuschalten, damit wir für die Bewertung der Familie Lutz aus der Schweiz genau dieselbe Ausgangsposition haben. Damit Sie dazu Zeit haben, noch einen musikalischen Kommentar zu unserem vorigen Thema. The Worried Man aus Wien singen, der Mensch ist eine Sau.
Sau. Herr Wittheim, gleich, ja, ich komme gleich zu Ihnen. Also, verehrte Wiener, schalten Sie jetzt die Lichter ein, falls Ihnen die Familie Lutz aus der Schweiz besser gefallen hat. Sie haben, wie immer, 20 Sekunden Zeit. Beim Gong geht's los. Achtung, fertig. Danke dir. Herr Wittheim? Ja? Was sagt die Anzeige? Für die Schweizer Familie waren 80 Megawatt. 80! 80! Jawohl! Das ist das Höchste, was wir jemals bei Wünsch dir was gehabt haben. Das finde ich enorm. Also das ist ein klarer Punkt für die Familie Lutz aus der Schweiz. Damit steht es für die Familie Lutz 6 Punkte und für Familie Stör aus Deutschland 3 Punkte. Herr Wittheim, vielen Dank und Servus. Dankeschön. Ja, du kannst dich jetzt schon um das nächste Spiel kümmern. Wir begrüßen einmal liebe Gäste. Und zwar ist das der Herr Keppeli. Grüße Gott, Herr Keppeli. Sie haben ja... Sie haben an unserer Sendung schon öfter teilgenommen. Das hatte dann immer den traurigen Anlass, dass die Schweizer Familie ausscheiden musste. Ja. Also sind Sie heute sicher sehr stolz, dass die Schweizer Familie so in Führung liegt. Sicher. Freuen Sie sich darüber. Ja, das freue ich das mal. Sie konnten ja die Sendung immer nur am Telefon verfolgen. Auch gelegentlich am Bildschirm. Wie aber denn? Nur ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ja. Haben Sie sich denn dann geliehen, oder jawohl. Wie? Aha. Jetzt kriegen Sie also diesen Apparat geschenkt. Mit all Ihren Kollegen zusammen können Sie sich die Sendung jetzt immer anschauen. Das freut mich außerordentlich, Herr Schönherr. Ich danke Ihnen. Willkommen, ja. Fein. Dann haben wir hier noch einen lieben Gast. Das ist der Gerhard Mayböck aus Linz. 8 Jahre alt. Grüß dich, Gerhard. Er hat am österreichischen Nationalfeiertag an einer Sendung teilgenommen. So sehen Sie uns mit 8, hieß die Sendung, gell? Und wie siehst du mit 8 diese Sendung, wünscht dir was? Ja, mir gefällt die Sendung sehr gut. Hast du auch was einzuwenden? Nein, eigentlich nicht. Gefällt es dir gut? Ja. Du wolltest aber noch was sagen? Na, eigentlich nicht. Gar nichts? Willst du gar nichts verändern oder nein. Verbessern? Nein, aha. Gar nicht. Naja, also wir werden dich vielleicht in den Redaktionsstab holen, ja? Gut, vielen Dank. So, dann begrüßen wir noch, danke sehr, den Herrn Oberbürgermeister von Mainz, Herr Fuchs, guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie mal bei uns sind. Herzlich wieder in Mainz. Ja, das freut mich. Und dann natürlich auch unseren lieben Herrn Programmdirektor. Grüß dich, Helmut. Servus. So, den zurück aufgeachtet. Bitte, Vivi. Robert, du siehst jetzt hier 5 verschiedene Modelle. Die sollst du dich ganz genau angucken. Jo. Aber du bleibst mal bei mir, gell? So, gucken wir's an. Also eines von diesen Modellen hat deine Schwester sich ausgesucht. Aha. Du sollst mir sagen, welches. Und bitte geh dort hinauf auf den Laufsteg und ich nehme dich dort drüben wieder in Empfang. Was glaubst du, welches Kleid hat deine Schwester sich ausgesucht? Ja, also wenn ich recht überlege, dann glaube ich, dass das, das mit der Hose hier. Das da mit der Hose? Jawohl. Also, und warum glaubst du das? Warum lachen Sie? Ist das keine Hose? Doch, doch, das ist eine herrliche Hose. Große, schöne Hose. Was für ein Kleid gefällt dir am besten? Oder welches Modell gefällt dir am besten?
Ja, also mir gefällt Maxi am besten. Maxi, jawohl. Also das da unten, das Grüne? Das da? Ja. Ja, gut, danke schön. Komm, gib mir zurück. Raus, sind befreit. Wir schließen die Kabinen, damit wir keinen Lärm haben. Wir haben hier so eine Art Modenschau für Sie arrangiert. Aber heute sollen Sie einmal über den Laufsteg gehen. Sie sollen sich die Modelle dabei gut anschauen. Und dann sollen Sie uns bitte sagen, welches Kleid gefällt Ihrer Meinung nach Ihrer Tochter am besten? Bitte. Ich würde sagen, das Letzte. Sie würden sagen, dieses. Ja. Kommen Sie herunter. Warum gerade dieses? Weil meine Tochter schrecklich gerne Hosen trägt. Aha. Sie ist ein Hosenanzug und Hosenkleider. Mir erscheint die Hose nicht das Bemerkenswerteste an diesem Kostüm. Danke vielmals. Ihnen nicht, aber mir. Ja, und bitte, bitte, welches würde Ihnen persönlich am besten gefallen? Möchte ich nur kurz fragen. Oh, das ist schwer. Das ist schwer, das ist mir zu kurz. Ja. Trachten mag ich nicht. Mhm. Ach, Sie müssen sich ja jetzt nicht entscheiden. Blau. Wichtig war ja, dass Sie eins... Das ist an sich süß. Das mag sie ja. Das ist süß. Gut, also Ihre Tochter jedenfalls dieses hier. Würde ich sagen. Vielen Dank, bitte gehen Sie zurück zu Ihrer Familie. Kommen Sie bitte. So, Sie kriegen hier ein Mikrofon. Wir haben hier 5 verschiedene Modelle. Eins von diesen Modellen hat Ihre Tochter sich ausgesucht. Welches? Sie sollen jetzt über diesen Laufsteg gehen und ich werde dort unten stehen und Sie wieder in Empfang nehmen. Das hat Ihre Tochter sich ausgesucht oder gefällt es Ihnen am besten? Nein, Sie fragten, was meine Tochter ausgesucht haben würde. Dieses Kleid. Ja, das Hosenanzug. Wieso gerade das? Ja, weil meine Tochter gerne Hosen und Hosenanzüge trägt. Aha. Und aus diesem Grunde habe ich das angenommen. Und welches Kleid gefällt Ihnen am besten? Mir persönlich gefällt... Das ist schwer, ja, das ist sehr schwer zu sagen. Ja, da wollen wir uns doch, Sie nicht länger quälen. Ihre Tochter ist ja schon da. Ach, was hat sie sich ausgesucht? Danke, Marina. So, also da muss ich doch sagen, dass da eine ungeheure Übereinstimmung herrscht. Das ist Übereinstimmung in 3 Punkten, in 3 Fällen. Das heißt, es gibt 6 Punkte dafür. Und jetzt muss ich ja etwas noch sagen. Jetzt komme ich mal auf die erste Spielrunde zurück. Da haben Sie sich ja eigentlich ganz eindeutig gegen derartige Kostüme ausgesprochen. Und jetzt plötzlich mit einer ungeheuren Einhelligkeit... Nein, wir waren nicht gegen Kostüme. Wir waren nur für ganz oben ohne. Ah, das... Aber wenn ein bisschen was drüber ist, heißt das, es ist angezogen. Ausgezeichnet. Gell? Gut, bitte auch in Ihre Schnecke zurück. Sehr gut. Danke. Nehmen Sie das ruhig mit. Danke, bitte gehen Sie in Ihre Familienschnecke. So, kommst du mit mir? Jetzt habe ich mein Mikrofon vergeben. Kannst du mir ihn wieder geben? Oh ja. Ja? Ah, da ist einer. Dankeschön, den kriegst du. Hier, schau. Da steht 5 Damen mit 5 verschiedenen Modellen an. Eines von diesen Modellen hat sich deine Schwester sich ausgesucht. Ich möchte wissen, welches Kleid hat deine Schwester sich ausgesucht? Bitte geh dort hinauf und wieder da unten runter. Du glaubst, deine Schwester hat sich dieses Hosenanzug ausgesucht. Ja. Und welches gefällt dir am besten? Ja, auch der Hosenanzug. Auch ein Hosenanzug? Dankeschön. Komm. Bitte, Frau Lutz, kommen Sie heraus. Wir haben eine kleine Modenschau hier für Sie.
Sie sehen fünf Modelle, fünf hübsche junge Damen, die verschiedene Arten von Kleidern tragen. Dirndl, Mini, Maxi, ein Paco Rabanne und ein sogenanntes Transparent-Look. Sie sollen uns sagen, welches Kleid dürfte Ihrer Tochter am besten gefallen? Also wenn sie sich eins aussuchen könnte, welches würde sie sich aussuchen? Das bitte. Maxi-Kleid. Na, bitte gehen Sie in Ruhe über den Laufsteg, schauen Sie sich's an. Ja, über den Laufsteg. Ja, Sie bleiben also dabei. Ja. Vielen herzlichen Dank. Gehen Sie zurück bitte in Ihre Familienschnecke. Vielen Dank. Herr Lutz, kommst du mit mir? Ich gebe Ihnen hier ein Mikrofon. Das heißt es drin, gell? Jawohl. Ja. Herr Lutz, wir haben hier fünf verschiedene Modelle. Oh. Eins von diesen Modellen hat Ihre Tochter sich ausgesucht. Und ich möchte wissen, welches Kleid hat Ihre Tochter sich ausgesucht? Sie sollen jetzt da hinaufgehen auf diesen Laufsteg, ja? Und gucken sich das ganz genau an. Jetzt kann ich endlich mal diese netten Käfer so nah ansehen. Ja. Was haben Sie gesagt? Mir würde das gefallen, aber die Tochter, wir haben ja schon geredet davon, dass man so mehr oder weniger nicht... Sie sollen jetzt sagen, was Ihre Tochter... Ja, das gar nicht. Was auch nicht. Ja, ich würde trotzdem sagen, vielleicht das. Vielleicht gefällt mir das. Also schauen wir uns an, was Ihre Tochter sich ausgesucht hat. Ist sie schon da? Ich darf dazu sagen, beide Töchter haben sich ein Kleid ausgesucht. Und beide Töchter können dieses Kleid, was sie ausgesucht haben, behalten. Oh je. So. Das ist eine Übereinstimmung. Eine Übereinstimmung. Die Mutter hat gesagt, das Maxi-Kleid. Mutter hat gesagt, Maxi-Kleid, leider. Sohn und Vater haben sich für diesen Hosenanzug entschieden. Ja. So. Der Sohn auch. Ja, jawohl. So, leider, das ist ganz knapp ausgegangen. Ja. Die Familie Stöhr hat nämlich 6 Punkte dazu gewinnen können. Sie sind mit 9 in Führung gegangen. Familie Lutz knapp auf den 2. Platz verwiesen mit 8 Punkten. Ja, ja. Gehen wir alle zusammen feiern zur Familie Stöhr. Bravo. Kommen Sie auch mit, meine Kans. Bitte auch. Kommen Sie auch? Bitte kommen Sie auch zu uns. Wir gratulieren Ihnen herzlich. Bravo, ausgezeichnet. Bitte würden Sie noch mal einmal sagen, was Sie sich gewünscht haben? Wir haben uns den Ausbau eines alten Kellers zu einem Fernsehzimmer die Einrichtung. Sehr schön. Also das ist in Erfüllung gegangen. Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich dazu. Die Familie Lutz kriegt den 2. Preis in Höhe von 3.000 D-Mark. Und wir sehen uns wieder im Wert. Also im Wert von Wir sehen uns wieder am wann? 19. Dezember 19. in Wiesbaden. Ja, in der Rhein-Main-Halle. Wir danken Ihnen sehr fürs Zuschauen. Wir danken Ihnen allen fürs Mitspielen. Ihnen, liebes Publikum, fürs Zuschauen. Und sollten Sie vielleicht eine Familie haben, die unseren Anforderungen oder unseren Regeln entspricht, nämlich eine 17-jährige Tochter oder einen 14-jährigen Sohn, dann bitte schreiben Sie an die für Sie zuständige Fernsehanstalt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie bei einer unserer nächsten Sendungen dabei wären. In diesem Sinne herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Für Gott.